Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Devisenradar am Montag, dem 15.06. hier bei Gottmor TV. Ich grüße Sie und wir wollen gleich mal auf den Australdollar gegenüber dem US-Dollar schauen, der sich hier zunächst im übergeordneten Wochenchartbild ganz klar von einer Seite zeigt. Und das ist keine Überraschung, wir wissen, was der US-Dollar macht seit spätestens Mitte letzten Jahres, aber auch schon davor, der Australdollar hier stark unter Druck geraten. Hier auf Tagesbasis sahen wir unlängst seit März gewisse Stabilisierungstendenzen und das verleiht dem Australdollar hier kurzfristig durchaus etwas Charme, da wir hier in dieser Unterstützungszone auf Tagesbasis ein ganz, ganz interessantes Bild haben. Die Zone um 0,7590 war immer wieder eine Nachfragezone, die sich hier zuletzt am Juni zum Juni-Auftakt wieder bestätigte. Seither schob sich das Paar nach oben und muss jetzt im Prinzip daran anknüpfen. Wenn wir auf Tagesbasis über das Hoch vom 3.6. steigen, was bei 0,7819 lag, dann ist dies technisch gesehen durchaus eine interessante Situation, da wir dann nämlich hier einen Widerstandscluster überwinden, der knapp unter 0,78 liegt. Also rote Zone, da haben wir es. Soll heißen, hier oberhalb von 0,7819 per Tagesschluss wären dann hier Ambitionen Richtung 0,80, Richtung 0,81 denkbar. Sofern, und das ist ganz, ganz wichtig, der Australdollar eben hier rauszieht. Auf der Unterseite kann es jederzeit immer wieder zu einem Pullback an diese Unterstützungszone kommen. Klar ist jedoch, dass der Markt dann hier natürlich gefangen werden muss, beziehungsweise hier wieder die Käufer zuschlagen sollten, denn wenn dieses Level aufgegeben werden würde, dann, liebe Zuschauer, kurz nochmal zurück ins große Bild, dann muss man davon ausgehen, wenn die Marke von 0,7590 nachhaltig unterschritten wird, dann hätten wir hier ein Mehrjahrestief und dann dürfte es relativ zügig Richtung 0,70 gehen. Das wäre zumindest mal die Annahme, wenn wir neue Tiefs sehen. Wenn wir diese Niveaus allerdings verteidigen und hier eben nach oben rausziehen können, sieht es ganz anders aus. Doch was macht der Intraday-Chart? Da gehen wir jetzt mal auf den MetaTrader 4, hier in das 15-Minuten-Chart-Fenster, um uns mal einen Eindruck davon zu verschaffen, wie es denn heute eigentlich ausschaut. Wir haben hier die Asia-Session mit 38 Pips. Hier der Opening 0,7730. Und ja, wir sind mehr oder weniger noch mitten in dieser Asia-Range mit bislang 31 Pips. Der Durchschnitt der letzten 14 Tage bewegt sich bei 85 Pips. Das heißt, wir haben hier noch gute 50 Pips in die ein oder andere Richtung offen. Und wer hier sich als Breakout-Trader versuchen wollte, der könnte sozusagen ein neues Tageshoch kaufen. Das wäre dann auch oberhalb des Pivotpunktes. Und wenn wir hier eben über das Tageshoch hinausziehen, was speziell bei 0,7735 rund liegt, dann hätte man hier sicherlich gute Chancen, den Markt nach oben einzufangen. Dann wäre auch hier das Freitagshoch von Interesse im Sinne dessen, dass der Markt natürlich dann hier erstmal die Marke von 0,7757 brechen müsste, aber dann wären die Chancen gut, dass man hier dann eben auch die Tagesrange ausschöpft. Vor Wochenhoch liegt hier bei 0,7793. Ganz anders, und das sehen wir auch hier als Alternation. Wir haben hier gerade den Doji. Wir sind sozusagen hier in oder auf dem Eröffnungskursniveau, 26 Pips vom Tief weg. Doji, hier oben ist er, sah jetzt gerade aus wie ein Doji, 26 Pips vom 25 Pips aktuell vom Tief weg und 5 Pips nur vom Hoch. Und wir sehen, dass die Bullen hier oberhalb des Pivotpunktes ein Stück weit versuchen, sich zu stabilisieren. Aber, großes Aber, wenn der Markt hier doch wieder nach unten gedrückt werden sollte, dann ist meines Erachtens davon auszugehen, dass es hier nochmal zu einem Test kommt, nämlich hier zu einem Test der Zone des Vortagestief vom Freitag 0,7678. Und hier haben wir auch bei 0,7650 sozusagen das Maximum an Range, was das Paar nach unten kippen könnte. Eben hier ein Stück weit um die 50 Pips, wenn wir ein neues Tagestief machen, wäre das hier zumindest mal die Voraussetzung. Und dann würden wir uns natürlich wieder der Marke von 0,7590 auf Tagesbasis sehr, sehr gefährlich nähern. Aber das wäre natürlich dann auch eine gute Chance für Positionstrader, Swingtrader, hier ein Engagement zu suchen. Letztlich haben wir hier oben den Deckel drauf bei 0,7850, 19, und solange der nicht gebrochen wird, muss man hier von neuerlicher Schwäche ausgehen. Und auch wenn wir es jetzt hier gerade ein Stück weit versuchen, innerhalb dieser Asia-Range ist eigentlich alles möglich und man sollte sich hier eigentlich auch zurückhalten, um jetzt hier wilde
Engagements innerhalb dieser ASEAN-Range zu vollziehen. Denn Hintergrund ist eben der, wenn das asiatische Kapital hier eine Richtung vorgibt, dann geht entweder das europäische in die gleiche Richtung oder aber es verweilt innerhalb dieser Range und dann muss man tatsächlich abwarten, was dann noch passiert. Wenn es einen Ausbruch nach oben gibt, kann das Ganze natürlich drehen. Also hier die Abwärtstendenz der Asia-Range wird dann nach oben aufgelöst oder aber das Kapital begibt sich in dieselbe Richtung und dann kann das natürlich eine verstärkende Wirkung nach unten haben. Und insbesondere wenn dann noch die Amerikaner dazukommen, haben wir dann praktisch das Ganze mit der US-Session auch nochmal vor uns, ob eben hier dann der europäische Sektor sozusagen die Vorgaben, die er gemacht hat, auch an den amerikanischen Sektor abgibt, bleibt mal abzuwarten, aber wäre zumindest möglich. Die Bullen stemmen sich aber hier, wie gesagt, ein Stück weit dagegen. Von den Tagestiefs kommen wir gerade wieder nach oben. Richtig dynamisch sieht das aber eben alles nicht aus. Wir sind gerade nur insgesamt hier inklusive des Openings vom Sonntagabend 38 Pips gelaufen und das ist, wie gesagt, doch schon ein Stück weit dürftig. Warten wir mal ab, was passiert. Wie gesagt, ein Ausbruch kann hier bis zu 50 Pips Potenzial versprechen. Ansonsten sollte man hier dann heute, gerade für den Montag als Wochenauftakt, das ist ja auch ein Tag bekanntermaßen, der hier auch als Findungstag dient, dann hier sich eher in Zurückhaltung üben, denn die meisten Pairs sind hier noch in ihrer Range gefangen und da wird es wirklich erst spannend, wenn wir hier nachhaltig rausbrechen, rausziehen. Gut, der Australdollar gegenüber dem US-Dollar auch noch dahingehend interessant, dass wir ja in der letzten Woche Leitzinssenkungen sahen in Neuseeland, im Vormonat in Australien. Also hier wird das Kapital sozusagen wieder mal freigegeben und da die beiden Paare Australdollar und auch natürlich der Neuseeland-Dollar, Aussie und Kiwi hier gegen den US-Dollar spielen, wo natürlich hier Zinsanhebungsfantasie mitspielt, ist natürlich auch hier die grundsätzliche Tendenz dann natürlich klar, dass man hier ja, eine übergeordnete Schwäche, die wir ja ohnehin schon seit 2012, 2013 sehen, sich hier dann auch mittel- bis langfristig weiter ausdehnen könnte. Daran könnte nur temporär was ändert oder verändert werden, wenn wir hier über 0,7819 rausziehen. Das ist das Statement zu heute zum Aussie. Ich hoffe, Sie hatten gefallen in der aktuellen Sendung, bei der aktuellen Sendung. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen natürlich wieder oder in Kürze dann hier auch zum höchst spannenden DAX, der sich hier ja wieder auf den Weg gen Süden gemacht hat. So dann, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim heutigen Handelstag. Montag, wie gesagt, lassen Sie es am Devisenmarkt auch durchaus mal ruhig angehen. Und bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.